change your name if you don't, if you want to be or not seen on the YouTube stream. And then at in the 1 minute we start with the workshop. Hello and welcome. My name is Max Chonayong and I'm the technical moderator for today's session or for the early evening session for with Direct Democracy for Better Cycle Paths. And feel free to participate in chat if you have any questions. Be nice to each other and don't spam. And in case you have any urgent question, you can also use the raise hand feature, which can be found if you click on the bottom of the screen on participants, and then you will find the bluish hand, which you can click to use the raise hand feature. We will be starting off with a short pre-recorded interview between Sonja Thiele, who is joining us in the room tonight, and Alexander Trenhäuser. And yes, after the video or during the video, please feel free to post your questions in the chat. And yeah, we will start off with the video. Oh, sorry. Yeah, maybe I just want to say that the video will is recorded in German, and we will have subtitles, of course, in English. So yeah, you have to see that, and then you can read also what is said there. Okay, have fun. Just work on the technical things. There was no sound, but it should start in a few seconds. Herzlich willkommen zu diesem Workshop. In diesem Workshop steht das Thema Aufbruch Fahrrad im Mittelpunkt. Die Idee hinter dem ganzen Thementrack ist ja, dass wir Beispiele aus ganz Europa zeigen wollen von Menschen, die zum Thema Artenschutz arbeiten, die für nachhaltige Verkehrswege arbeiten, die sich um die Frage des Klimawandels Gedanken machen und das dann in Bürgerräten besprechen, in Citizens Assemblies oder eben auch per direktdemokratischen Verfahren auf den Weg bringen. Die Beispiele zeigen allesamt, es ist wichtig, dass es eben die Kraft der Menschen ist, die diese Themen voranbringt. Und es ist wichtig, dass wir diese Fragen nicht allein den Parlamentariern überlassen. Bei uns jetzt zu Gast ist Sonja Thiele von Aufbruch Fahrrad. Und Aufbruch Fahrrad ist eine Initiative aus Nordrhein-Westfalen. Das ist das Bundesland, das deutsche Bundesland, in dem wir hier gerade auch beide sitzen. Und Aufbruch Fahrrad hat etwas geschafft, was noch keine Volksinitiative vorher geschafft hat. Was das genau war, das werden wir gleich besprechen. Sonja, erstmal herzliches Hallo an dich. Danke, dass du hier heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich tatsächlich sehr, dass ich heute über Aufbruch Fahrrad berichten kann
Und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es die Menschen, die jetzt aus aller Welt zuhören, inspirieren wird und ihnen einen Schub vielleicht geben wird, dazu ähnliche Initiativen in ihrer Region, in ihrer Stadt, in der sie leben, voranzutreiben. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich erklären kann, was wir gemacht haben und wie das alles ablief. Sonja, du bist, das kann man am Hintergrund, an der Dekoration im Hintergrund erkennen, passionierte Fahrradfahrerin, aber erklär uns doch mal oder erzähl uns doch mal, was du ansonsten noch so machst, damit wir einen Eindruck von dir bekommen. Ja, gerne. Also ich bin Radverkehrsaktivistin, natürlich nicht hauptberuflich, habe auch wie viele andere Aktivisten in anderen Bereichen einfach einen ganz normalen Job. Ich bin von Haus aus Volkswirtin und habe aber in 2018 damit begonnen, mich einfach stärker noch zu engagieren im Bereich Radverkehr, weil ich einfach etwas verändern wollte und gemerkt habe, wie schwer die Situation für viele Fahrradfahrer auf Deutschlands Straßen ist. Und das war noch ganz zu Beginn der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Ich bin dann da sehr schnell, sehr intensiv eingestiegen und habe vor allem den Bereich Social Media betreut. Aber natürlich habe ich auch genau wie alle anderen Aktivisten auf der Straße gestanden und Unterschriften für unsere Volksinitiative gesammelt. Und Aufbruch Fahrrad ist ja nun dann mit der Unterschriftensammlung abgeschlossen in 2019. Und was mich auch sehr freut, ist, dass in Nordrhein-Westfalen, seitdem viele andere Bürgerbegehren im Bereich Radverkehr entstanden sind und auch in der Stadt, in dessen Nähe ich wohne, das ist die Stadt Bonn, gibt es ein solches Bürgerbegehren, das ist der Radentscheid Bonn, und dort konnte ich dann meine Erfahrungen aus Aufbruch Fahrrad auch einbringen und quasi da nahtlos weitermachen auf einer lokalen Ebene. Okay, das war jetzt quasi schon der Abriss von dem, was wir heute so ein bisschen besprechen möchten, aber ich gehe jetzt nochmal ganz an den Anfang. Du sagst, du bist da reingekommen bei Aufbruch Fahrrad, bei dieser Volksinitiative. Lief da die Unterschriftensammlung schon oder warst du so richtig dabei, als das Ganze aus der Taufe gehoben wurde, als es die Initiative sich zusammentraf und dann der Entschluss kam, wir sammeln jetzt für eine Volksinitiative Unterschriften? Ja, also ich bin wirklich ganz zu Beginn dazugekommen. Da lief, glaube ich, Aufbruch Fahrrad gerade eine Woche lang. Und inzwischen bin ich auch engagiert in dem Verein Radkomm aus Köln, der diese Volksinitiative gestartet hat. Die Volksinitiative hatte ja einen sehr, sehr langen Vorlauf. Also wir haben, oder die Radkomm zusammen mit dem ADFC in Nordrhein-Westfalen hat ja sehr lange vor Start der eigentlichen Unterschriftensammlung damit begonnen, die Volksinitiative zu planen und zu organisieren. Ganz kurz dazwischen, Sonja, der ADFC, ja. Das ist, was ist das für eine Organisation? Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Okay, weil... kennt man ja, vielleicht außerhalb Deutschlands nicht. Also die Radkomm hat einen Kongress organisiert. Da warst du, glaube ich, stehen geblieben. Genau, also das ist das, was die Radkomm regelmäßig tut. Wir organisieren einmal im Jahr einen Kongress zum Thema nachhaltigen Verkehr, zum Thema Fahrradverkehr in den Städten, weil wir der festen Überzeugung sind, dass nur das Fahrrad unsere Städte retten kann. Also retten kann vor dem Verkehrskollaps, retten kann vor zu viel Lärm, Abgasen, einfach einer Überlastung des öffentlichen Raums mit zu vielen parkenden Autos. Und wenn wir in den Städten mehr auf Radverkehr setzen, dann werden unsere Städte lebenswerter werden. Und zwar für alle Bürger, für Fahrradfahrer, zu Fußgehende, für Autofahrerinnen, einfach für alle, weil wir insgesamt eine viel ruhigere, entspanntere Atmosphäre haben in der Stadt. Wir werden mehr Platz haben, weil ein Fahrrad einfach viel weniger Platz einnimmt als ein Auto, was sowieso in den meisten Fällen 23 Stunden am Tag nur auf einem Platz steht und nicht bewegt wird.
Also das ist das, was die RADCOM normalerweise tut, so eine, die Organisation von Volksinitiativen, das war jetzt ein bisschen ein einmaliges Event und das hat natürlich uns auch wahnsinnig nach vorn gebracht und nochmal viel Kraft und Energie gegeben für alle zukünftigen Fahrradkongresse, die wir organisieren werden. Warum ausgerechnet eine Volksinitiative? Es gibt ja viele verschiedene Sachen, die man tun kann. Manche schreiben Briefe an Parlamentarier, manche organisieren eine Demo, manche schreiben eine Petition. Warum jetzt ausgerechnet eine Volksinitiative? Genau, also wir haben ja schon einige Jahre vor der Volksinitiative damit begonnen, auch diese Fahrradkongresse zu organisieren. Da waren auch oft Politiker, zum Beispiel aus Köln, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker war oft anwesend, hat sich committed zu mehr Fahrradverkehr in den Städten. Und nicht nur in Köln konnten wir das beobachten, sondern auch in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland generell ist, dass es eigentlich Lippenbekenntnisse von Politikern gibt, mehr Nachhaltigkeit in den Verkehr zu bringen. Es gibt Aussagen, die Politiker öffentlich treffen dazu, ja, wir wollen mehr Fahrradverkehr, wir möchten den Fahrradverkehr fördern, aber wir sehen, es hapert einfach an der Umsetzung. Der Fahrradverkehr und vor allem der Ausbau der Fahrradinfrastruktur kommt nicht voran. Es gibt immer mal wieder einzelne Projekte, aber es fehlt an einem übergreifenden Ansatz, es fehlt an einem wirklich lückenlosen Netz von Fahrradwegen, die es allen Menschen, und zwar Kindern bis zu Senioren, Menschen jeglichen Alters ermöglichen, sicher und bequem sich mit dem Fahrrad fortzubewegen von A nach B. Und wenn wir mit Menschen gesprochen haben und auch die Frage gestellt haben, wie stehst du denn dazu, vielleicht öfter mal das Fahrrad zu benutzen für Wege, auf denen es dir leicht fällt? Dann haben wir oft so eine Argumentation gehört, ja, ich mag wirklich Fahrrad fahren, ich mache das total gerne, aber ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher auf den Straßen. Es gibt in meiner Gegend wenig Fahrradwege oder vielleicht sogar gar keine. Und dort, wo es Fahrradwege gibt, fühle ich mich einfach unsicher, weil man von Autos eng überholt wird, weil man angehupt wird, weil die Radwege nicht getrennt vom motorisierten Verkehr geführt werden. Also kurz gesagt, es gibt da eine Vielzahl von Problemen, warum Menschen sich auf dem Fahrrad in der Stadt nicht sicher fühlen. Und jeder kann es erahnen, wenn Erwachsene sich schon nicht sicher fühlen, werden sie auch ihre Kinder nicht ermutigen, das Fahrrad zu nutzen für den Weg zur Schule oder zum Sportverein oder zu Freunden. Und dann fällt es den Eltern eben leichter zu sagen, komm, steig schnell ins Auto, ich fahre dich zur Schule, das ist ja sicherer. In der Summe ist es natürlich überhaupt gar nicht sicherer, denn die Fußgänger und Fahrradfahrerinnen, die sich noch auf der Straße bewegen, die werden quasi von dieser Übermasse an Autos nach und nach an den Rand gedrängt. Und das sehen wir auch an der Anzahl von Unfalltoten und Unfällen mit Radfahrer oder Radfahrerinnenbeteiligung. Diese Zahl geht leider nicht wie die Zahl der Autounfälle insgesamt nach unten, sondern ist leicht gestiegen. Ja, genau, sie ist gestiegen. Ja. Und das ist auch kein Einmaleffekt gewesen, der irgendwie auf besonders schöne, sonnenscheinreiche Sommer zurückzuführen gewesen ist, sondern das hat sich stabilisiert, dieser Trend, leider, muss man sagen. Hm. So, und ich erlebe das selbst häufig genug. Ich fahre häufig mit dem Fahrrad zur Arbeit von Leverkusen nach Köln. Das sind etwa 20 Kilometer. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich mich auf diesen Weg mache, weiß ich, es wird ein bis zwei Situationen geben, in denen es vor allen Dingen an mir liegt, dass nichts passiert. Weil ich schon ahne, dass ein Motorradfahrer oder Auto mich nicht sieht, weil ich mittlerweile ungefähr abschätzen kann, wo die toten Winkel sind, was ein Autofahrer ahnt und was er möglicherweise in der Hektik des Alltags nicht ahnt. Das Problem hast du, glaube ich, jetzt gut beschrieben, aber gibt es eine Lösung, die er anbietet an dem Punkt?
Also ich wollte noch die eine Schleife drehen, warum wir jetzt eine Volksinitiative gewählt haben als Instrument, weil wir gesagt haben, so, also wir haben dieses Problem auf der Straße einerseits und wir haben das Commitment von Politikern andererseits, es fehlt aber an der Handlung und an der Umsetzung. Und warum tut es das? Und die Antwort, die wir gegeben haben, ist, Politiker haben schlicht und einfach Angst davor, wie die Masse der Menschen reagiert, wenn man sagt, so, jetzt nehmen wir hier einen neuen Fahrradweg und begrenzen dafür vielleicht den Raum für den Autoverkehr ein kleines bisschen. Man muss ja nicht gleich eine ganze Stadt autofrei machen, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und dem Radverkehr, der ja auch sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren und jetzt durch Corona zum Beispiel auch noch weiter angestiegen ist, etwas mehr Raum zu geben. Und Politiker erwarten vielfach wütende Proteste von Bürgern. Ich sage nicht, dass es die überhaupt gar nicht geben kann, aber wir wollten mit der Volksinitiative vor allem einen positiven Impuls geben, um diese Politiker in ihrer Förderung von Radverkehr zu unterstützen und zu sagen, schaut mal her, es gibt so viele Menschen in eurem Land, die wollen aktiv mit dem Fahrrad fahren. Die fordern von euch ein, dass ihr die Bedingungen für den Radverkehr tatsächlich stärkt, dass ihr es nicht nur sagt, sondern dass ihr es auch umsetzt. Und da hat unsere Volksinitiative angesetzt und hat gesagt, wenn wir Unterschriften sammeln, dann ist das so ein starkes Signal an die Politik im Sinne einer bestärkenden Kraft, dass wir diese Politiker sozusagen etwas sicherer machen können in ihrer Haltung für Radverkehr. Das war das Ziel. Und dann habt ihr losgelegt, ich glaube Mitte 2018, genau, circa ein Jahr lang Unterschriften gesammelt. Genau. Ziemlich wie viele genau habt ihr zusammenbekommen? Ja. Wie viele habt ihr zusammenbekommen? Also vielleicht ist es auch noch wichtig zu wissen, wie viel man mindestens haben muss. Das war immer so unser Minimalziel. Es müssen also mindestens 0,5% aller Stimmberechtigten in Nordrhein-Westfalen diese Volksinitiative unterschreiben. Und es waren ungefähr 66.000. Und wir haben dann am Ende, das wurde auch nicht vorher verkündet und von allen dann mit großer Spannung erwartet, 207.000 Unterschriften ungefähr gesammelt. Eine Wahnsinnszahl. Das heißt also fast dreimal so viel, wie unser Minimalziel war. Und jetzt vielleicht auch noch kurz zur Einordnung für alle, die uns jetzt international zuhören. In ganz Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen Menschen. Das ist also so viel wie manches andere kleinere Land. Und natürlich hat es einen sehr großen Pool und einer großen Mannschaft an Aktivisten Bedarf. Brauchten wir einen Aktivisten gebraucht. Es hat Aktivisten gebraucht, genau, um diese Unterschriften dann auch zustande zu bekommen und zu uns in die Unterschriftenzentrale nach Köln zurückzubringen. Denn wir haben diese Unterschriften dann ja am Ende des einen Jahres in 2019 an die Landesregierung übergeben. Und damit war die Unterschriftensammlung für diese Volksinitiative dann erst einmal abgeschlossen. Ich erinnere, glaube ich, die Bilder von der Übergabeaktion vor dem Landtag. Das war auch wieder mit vielen Fahrrädern, oder? Es war großartig. Also es gab eine Sternfahrt. Es gibt diese jährliche Sternfahrt, wo von unterschiedlichen Orten aus wie ein Stern sozusagen verschiedene Korsos an Fahrradfahrern zu einem zentralen Punkt zusammenkommen. Und diese Sternfahrt wird jährlich organisiert vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC.
Und in diesem besonderen Jahr gab es eben diese Sternfahrt nach Düsseldorf, wo die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen sitzt. Und wir sind von der Sternfahrt aus von Köln aus mitgefahren. Und es gab aber auch Fahrradkorsi aus vielen anderen Städten, die alle in Düsseldorf auf diesem zentralen Platz zusammengekommen sind. Es waren so viele Menschen mit Fahrrädern. Es war einfach fantastisch. Die Sonne hat geschienen an dem Tag. Es war eine unglaublich tolle Stimmung und wir haben alle nochmal richtig viel Energie daraus auch mitgenommen. Dann habt ihr die Volksinitiative übergeben. Wie waren dann die Signale aus dem Landtag? Wurde das mit offenen Armen empfangen oder begannen dann wirklich die harten Verhandlungen mit der Politik? Ja, also wir waren uns auch unsicher, was wir da zu erwarten hatten. Und es gab dann an einem Tag eine Anhörung im Verkehrsausschuss des Landtages. Dort haben unsere zwei Vertrauenspersonen, das ist einmal die Ute Szymanski von der Radkomm aus Köln und zum anderen Thomas Semmelmann, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs für Nordrhein-Westfalen ist, die Volksinitiative den Abgeordneten im Verkehrsausschuss vorgestellt und der Verkehrsminister des Landes, Henrik Wüst, war auch dabei. Und unsere beiden Vertretungsberechtigten haben also diese Volksinitiative auch so vorgestellt, wie ich es eben beschrieben habe, nämlich als Ermunterung für Politiker, sich doch für mehr Fahrradverkehr einzusetzen, einfach weil die Menschen es wollen. Und das haben sie so gut gemacht, dass tatsächlich der Verkehrsausschuss das mit großer Begeisterung, kann ich fast sagen, aufgenommen hat und sich wirklich hat von den guten Argumenten, die wir natürlich auch haben, hat überzeugen lassen und in der Abstimmung darüber, wie jetzt diese Volksinitiative weiter zu behandeln ist, wirklich einstimmig mit den Stimmen aller Fraktionen. Und wir haben uns sagen lassen, dass das schon etwas Außergewöhnliches ist. Alle Fraktionen haben dafür gestimmt, die Forderungen der Volksinitiative aufzunehmen und in ein Fahrradgesetz zu gießen. Und dieser Beschluss wurde aus dem Verkehrsausschuss dann in den Landtag eingebracht. Und der Landtag hat eben auch beschlossen, dass ein solches Fahrradgesetz jetzt entwickelt werden soll. Es gibt schon erste Eckpunkte und dieser ganze Gesetzesprozess, der wird sich jetzt auch noch eine Weile ziehen. Es ist auch keine Überraschung, dass Corona dafür nicht gerade förderlich war. Das heißt, es ist nicht ganz so schnell vorangegangen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber sei es wie es ist, wir hoffen, dass es jetzt bald einen ersten zu veröffentlichenden Entwurf dieses Fahrradgesetzes geben soll, in dem unsere Ziele dann auch wirklich niedergelegt sind. Und ja, da sind wir sehr gespannt. Es ist in Deutschland ja sogar ein bisschen kompliziert, denn das entscheidet ja nicht der Landtag alleine, wenn er ein Fahrradgesetz auf den Weg bringt. Sondern wegen des deutschen Föderalismus sind natürlich für einen guten oder vielleicht sogar für den Großteil der Straßen die Kommunen zuständig. Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es ja eben nicht nur diese Volksinitiative Aufbruch Fahrrad gibt, sondern dass es auch in den Städten und Gemeinden von Nordrhein-Westfalen, also zum Beispiel in Essen, in Marl oder in Bielefeld, sogenannte kommunale Bürgerbegehren gibt, die ganz ähnliche Anliegen haben, nämlich auch die Stärkung der Radinfrastruktur, der Verbesserung der Radwege und. Gibt es da einen Zusammenhang zu Aufbruch Fahrrad? Berät man sich kollegial oder läuft das für sich alleine? Nein, natürlich sind wir da im Austausch und wir glauben, dass das auch einer der größten Faktoren war, warum jetzt überall diese Vielzahl von Radentscheiden ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch darüber hinaus entstehen. Wir haben also im ganzen Bundesgebiet Deutschlands mittlerweile 35 Radentscheide und in Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise Aachen seinen Radentscheid schon erfolgreich natürlich abgeschlossen. In Bonn, ich lebe ja persönlich in der Nähe von Bonn,
läuft zurzeit auch ein Ratentscheid und weitere sind in Planung. Also natürlich waren auch viele von diesen Ratentscheiden dann mit Aktiven von der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad und auch von der Ratkom im Austausch. Und man muss dazu sagen, dass ja einer unserer Partner für diese Volksinitiative, der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ja vor Ort in den Kommunen sehr aktiv war und auch einer der treibenden Kräfte dabei, die Volksinitiative wirklich in die Fläche zu bringen, dass dadurch sehr viele Erfahrungen damit gemacht wurden, wie kann man das Ganze denn organisieren? Und diese guten Erfahrungen, die konnte man dann schnell verwenden für solche Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene. Und ja, das ist unter anderem auch ein Ergebnis der Volksinitiative. Erstmal so ein paar ganz praktische Kampagnentipps. Wenn ich jetzt morgen in Leverkusen mit einem Bürgerbegehren zum Thema Fahrradwege loslegen würde, was würdest du mir empfehlen, um das in die Öffentlichkeit zu bringen? Also eine der besten Sachen bei Aufbruch Fahrrad, die ich auch persönlich jetzt nach Bonn zum Beispiel eingebracht habe, war unser starkes Aktionsbündnis. Wir hatten bei Aufbruch Fahrrad 120 Mitglieder, das waren NGOs, Vereine, Initiativen, die insgesamt diese Volksinitiative getragen haben. Da waren natürlich manche Spieler sehr stark mit beteiligt, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub war natürlich sehr stark beteiligt, aber es waren auch andere Akteure aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt, Mobilität allgemein. Wir hatten Sportvereine dabei, wir hatten kirchliche Organisationen dabei. Also es war wirklich ein sehr bunter und gemischter Strauß, eine große Bandbreite von Akteuren, die sich für eine nachhaltige Fahrradpolitik in Nordrhein-Westfalen stark gemacht haben. Und so etwas würde ich wirklich jedem empfehlen, der ein Fahrradthema oder vielleicht auch irgendein anderes Thema nach vorne bringen möchte, nämlich sich Partner aus der Zivilgesellschaft zu suchen, um damit das Signal auszusenden, hey, wir sind nicht allein. Wir sind jetzt hier nicht eine Bande von verrückten Fahrradaktivisten, die einfach nur schneller irgendwie über die Gehwege fahren wollen. Nein, wir haben viele hinter uns. Wir sind sehr viele. Wir haben Organisationen hinter uns, die man da vielleicht auch nicht in erster Linie vermuten würde. Und da geht es einfach darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und hier haben wir bei Aufbruch Fahrrad auch gemerkt, wie groß dieses Bedürfnis in der Gesellschaft ist, auf anderen Transportmöglichkeiten unterwegs zu sein, als immer nur das Auto, sondern sich einfach aus eigener Kraft zu bewegen für die eher kürzeren Wege, jetzt nicht für den 40 Kilometer Pendelweg zur Arbeit, aber für die eher kürzeren Wege zum Einkaufen, zur Schule, in der Freizeit, das Fahrrad zu benutzen oder es zu kombinieren mit anderen Verkehrsmitteln. Und ich glaube, dass eben so ein Aktionsbündnis mit starken Partnern ganz, ganz wichtig ist für die Kommunikation nach außen. Ich schaue auf die Uhr, deswegen, wir müssen so langsam zum Ende kommen, damit wir gleich auch noch Zeit für Fragen an dich haben. Trotzdem zum Schluss nochmal die Frage, ich merke natürlich, du brennst für das Thema, das ist auch allein an deiner Zimmereinrichtung gut zu erkennen. Trotzdem nochmal die Frage, wie blickst du jetzt auf diese Zeit zurück, diese Zeit der Volksinitiative? Das ist ja immerhin ein ganzes Jahr, dass du diesem Thema gewidmet hast. Ja, genau. Also ich kann nur sagen, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich muss man auch sagen, dass es auch viel Kraft erfordert. Da ging viel Zeit drauf, aber man verbringt diese Zeit mit Gleichgesinnten. Ich habe wahnsinnig viele neue Leute kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Es war für mich persönlich auch eine sehr bereichernde Zeit und ich kann nur sagen, dass das eine Erfahrung ist, die ich nicht missen möchte in meinem Leben. Es hat mich persönlich auch ein Stück weitergebracht, ja.
Sonja, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ihr habt es gemerkt, wir haben dieses Interview aus technischen Gründen vorab aufgezeichnet, aber wir sind trotzdem jetzt nochmal live im Zoom und ihr könnt eure Fragen stellen an Sonja, alles rund um das Thema, wie organisiere ich eine Kampagne zum Thema Radwege in meiner Stadt, in meinem Land? Wie war das bei Aufbruch Fahrrad? Wie habt ihr bestimmte Inhalte angepackt? Wie habt ihr eure Kampagne organisiert? Und stellt eure Fragen, nehmt kein Blatt vor den Mund, fragt alles, was euch einfällt. Sonja, schon mal jetzt ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Wir sehen uns ja dann nach der Aufzeichnung nächste Woche beim Online Global Forum wieder und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich sage jetzt nicht Tschüss, weil es geht ja jetzt nahtlos weiter. Dankeschön. Genau, ja. So, here we are. Welcome to the question and answer part of this workshop. Hey, Sonja, nice to see you again. Same bicycle in the background. You see, I have the same background too. Like in the video, I thought about wearing the same shirt, but it wasn't possible. It's not washed yet. So maybe to the beginning, perhaps somewhat bit heretical question. Yesterday, the Next Citizens Initiative started for better bicycle paths in the wonderful city of Bochum. And I'm thinking about there are 396 cities in North Rhine-Westphalia and maybe over 12,000 in all over Germany. Do we also need 396 citizens? initiatives for better cycling paths, or will there be a point when this this wish is accepted by the majority of the councils? Thanks, Alexander, for this question. I personally believe that there will be some kind of tipping point. Of course, we need some citizens' initiatives to start the whole thing. And this is what we have observed during the last 1 or 2 years. It all started with a citizens' initiative in Berlin. That was the very first bicycle initiative. In the next few years, cities in Germany will start to implement the requirements and the agreements that were made after all these successful citizens' initiative on bicycling. And cities and politicians will both see that this is a great thing, that their citizens love it. I am convinced that it is a success story and that we need some push at the beginning, but after that, it will become a movement and maybe cities will strive to become the most bike-friendly city in Germany. So we didn't talk about Berlin, but could you tell us some things about this first initiative? Do you know something more about it? Berlin is a special case in terms of the legal conditions around that because it is it is a municipality, but at the same time, it is one of the 16 German states. And so the conditions that govern this citizens' initiative that was in, I think, 2016? I think so, yes. They had only 3 weeks' time to collect signatures. And so these signatures had to be collected in a rush. But there were so many cyclists in Berlin that signed these citizens' initiative that it was a really great success story. And after that, a law on mobility was adopted. And it defines how the city of Berlin needs to
to build new cycle path and to build the infrastructure, and it obliges the city to do certain things to improve the infrastructure for cyclists. And that is a process, of course. You can't do everything overnight. It's also costly, and all the car mobility costs much more. But in the terms of a politician who says, well, costs for building car infrastructure have always been there, and something new, we need to buy, build new cycle path. This is a budget that I have to get from somewhere. So this is a process of negotiating, and it gets better step by step in Berlin. Okay. This should not be a conversation only between us. So it's now the possibility to ask Sonja questions, but maybe to comment something she told us. Max, are there any questions? So there's one question that Frank Remet asks. I hope I pronounced the name right. It's right. So, it's right. Okay, great. I know. So that question would be, did you observe any impacts on the Kommunalwahlkampf or local elections in some cities which took place recently in NRW? Yes. Yeah, thanks for the question. It's a great question because we just had recently these local elections, and in some cities, Le Maire, the Bürgermeister, the Alexander, mayor. Help me. The mayor. Yeah, thank the you. Mayor. Sorry. the mayor election hasn't been decided, and it's now a question of the next Sunday when there will be the final election between the two candidates with the most votes. And yes, I can report about the local election in the city of Bonn, where we have a citizens' initiative for better cycling infrastructure, and there it was a big topic. So all the political parties that are present in Bonn, they had some statements about how they support or not support the initiative, and they all made to some degree positive statements about it, and they all confirmed, yes, we want more stable mobility. But of course, if you are really into the topic, you understand that this is done with the different levels of enthusiasm. So there are parties that are located at the rather left and green wing of German politics, and the more conservatives had more difficulties to really commit to improve better cycling infrastructure. But it had definitely an impact on the elections and how the politicians put certain topics into the focus. Thank you for your insightful answer. I think there's another question by Andreas as well. Yes, first of all, thank you, Sonja, for this interesting interview and or input. From my side, I mean, we have now the international perspective too in this forum, and maybe you can tell us, is there anything like a international or at least European movement on doing something like this? Or I mean, I know that, for example, Copenhagen and Vienna, they have a really great bicycle infrastructure, as I know, but maybe there's also in other countries good examples how we can organize mobility in our cities. But yeah, maybe you have some insights about that, if there's, or are you personally in contact with some groups in other countries which are using direct democracy or other tools to get more bicycle friendly mobility in the cities? Mm-hmm. Yeah,
a very good question also. Personally, I'm not in contact with other international groups, but of some examples in other European cities, and what I haven't mentioned in the interview, that I'm in the social media team for our association, RADCOM. So I'm observing closely what's going on Twitter, and I follow studies and blogs where also on the international level, people report about what is changing in their cities about bicycle infrastructure. And there is one very impressive example from the capital of France. In Paris, there's a female mayor, Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, and she has been elected to be among 200 most influential people in the world by the Times magazine that came out today. And she has done something, I think it's incredible. She has just won the election for mayor in Paris some time ago. And it is the second time that she did so. And in her first term, she promised that she will change how the city is working and how mobility in her city will change when she will become mayor. And she has announced at the beginning of this year that she wants to reduce parking space for cars by 60% in Paris. So this is quite a statement. And in Germany, I would feel that most people who own a car would say, oh my God, this is hell. This is a horrible imagination for me. But in Paris, she has been re-elected. And I think her promise and her ambition to change the city and the people, the way people commute and are mobile in their daily lives is accepted very well. And she has done incredible things and reached a lot already, and she has promised to do more. So this is one very encouraging example of how it can be done even in major European cities. When we talk to politicians in Germany, we sometimes hear that, okay, but this is Copenhagen or this is the Netherlands. Everything works different there. Here we can't cycle as much as they do there. They are used to that, you know. So, and I think that's just a ridiculous argument, because people in Paris have shown that it works even in a major European city. So yeah, that's one example, and I could tell many more, but maybe there are other questions. I think there are some examples, some small examples. From my point of view, it wasn't imaginable in Germany 4 or 5 years ago that there could be a parking garage not for cars, but for bicycles. And it's a merit of the citizens' initiatives for better bicycle paths to bring this idea to Germany. And now all over North Rhine-Westphalia, the cities speak about this kind of parking garages for bicycles. Mm-hmm. So yeah, exactly. And in the Netherlands, like in city of Groningen or Utrecht, you have these kind of really big parking spaces for bikes, and several German cities start to plan parking houses like that. But at the moment, one must say that the plans have some differences in size compared to our neighbors in the Netherlands, but we'll hope for the future. Yeah, maybe you know this YouTube video of this German guy trying to drive his car into a bicycle parking garage. It's very funny. So, other questions or comments? I think Caroline has another question.
Yeah, it's a little bit of a follow-up. So I'm from Belgium, and I would say that Belgium is fairly good when it comes to bicycles, especially in the smaller cities. We do have all of the infrastructure, but our biggest city, Brussels, has huge problems, and there's been a lot of media attention to this. And I know that this is a direct democracy conference, but as Brussels or Belgium in general does not have any direct democracy, nothing at all, I was just wondering what your experience as RADCOM was, also what you've done to accompany your citizens' initiative. What are other things that people can do in their cities to campaign for better mobility? Yeah. Thanks. Maybe you have noticed that yesterday it was an international Children's Day, and there have been protests of families and children with bikes in many, many cities. So in Germany, more than 100 cities had a kind of protest, which is called a critical mass. Maybe some of you know the critical mass. That's where cyclists form a group, a rather big group with, in some cases only 20 people, in some cases 200 or 500 or even more. People who are cycling around in a city, and they are just saying, well, we are a kind of transport of mobility just like cars are. And on that basis, this protest in the form of a critical mass with children and families has been invented. And this is one of the forms of action citizens can take in their city to convince politicians, here are a lot of people who want to be out on the streets and they want to cycle. We just want better cycling infrastructure, and it's us, the families that form the basis of your city. We are very normal people. We all have normal commuting needs. Our children want to go to school safely, and we are at the heart of the city. So this is something that has been very important here in Germany, because it really convinces politicians, if you're not a very sportive, competitive cyclists, but if you are showing that normal people want to go out on the streets and use their bicycle to move from home to your work or to kindergarten or to school. So this is something that I would recommend to do, yeah. So I see Frank has another question, but maybe Frank, you can ask by yourself. I don't have to read it for... Well, that's okay for you. That's okay. That's okay. I'm happy to practice my English a little bit. It is now a bit rusted. So personally, thanks a lot for all the presentation. It was a really interesting form of presentation, sliding from the interview direct to Zoom and to have you directly here aside. So, my question was the success factors. You mentioned the big alliance with 120 NGOs, maybe also some parts of political parties. But as I know, it could not be only one success factor. Could you mention maybe the three or four top success factors from your perspective? Okay, three or four. I'll start with the one thing that came to my mind immediately when I heard your question, and maybe explain a bit more on that. I think what you definitely need to get a direct democracy initiative started is a group of people that are really dedicated to the topic and who are passionate about it. So this is how we started the Aufbruch Fahrrad initiative, and this is how the local initiative for better cycling infrastructure in Bonn was started. And when
You have a group of people that works together. There are a lot of tasks that need to be done to get this initiative started. You need somebody who can deal with legal questions. You need people who communicate with press and media. You need other people for social media. You need people who organize events, and you need to go out on the streets and collect signatures. And and this is maybe the second most important point. You need to be recognized by the people that live in your city. So you need to get their attention, and you have to work closely together with the local media, with the newspapers, radio stations. You have to be present on social media, and you need to go out on the streets and meet people and talk to them. So all this requires a team of people who are dedicated to it and who are willing to spend some time on that. So so a group of dedicated people is the first, and second, be present in the media and be present in your city. So these are the most important things. Thank you, Sonja. There's another question by Caroline. Caroline, do you want Anna as well? Sorry. Anna, do you want to read it out? Sure. It was actually a question more to Christoph, but he had to leave, unfortunately, because he mentioned that there were a lot of cities in France actually where green mayors are pushing for greener ways of mobility, actually green traffic. And I was just wondering how that's going, and and where exactly this happened. But but I can follow up with another question actually to to you, Sonja, because you mentioned that a campaign like this needs recognition, and I was just wondering how you managed to do that. Like, did you use, for example, events that drew a lot of public attention? I know that in Cologne, for example, we have the critical mass bike rides or bike meetings, but we also have these nude bike rides, for example, once a year or something like this. So there are a lot of, even in the world of cycling, there are already a lot of different groups. But how did you manage to do that? Thank you for this question. What I think is crucial for the success of an initiative like that is to be not only present in cycling events and meet people who already cycle, but to convince people who are not yet cycling as much as other really active cyclists do. So what we did during our initiative Aufbruch Fahrrad was that we went to all kinds of events that had nothing to do with cycling. So markets and conferences and trade fairs and all kind of events there where big groups of people met. Of course, in Corona times, that's a big problem. And with our local citizens initiative in Bonn, we encountered this problem. And one way of overcoming this was to be more present on the streets and to talk to people in one-to-one situations where you don't have hygiene problems with big groups of people. I'm convinced that we would have collected more citizens in Bonn hadn't it been for the coronavirus. And if we had been able to go to big events. So so go to events where normal people are, and
course, cyclists are normal, but go to events that have nothing to do with cycling or with the kind of topic that you want to start in your direct democracy initiative. Thank you. So we have a question from Michael. We are talking about the rights of bicycle drivers, but we didn't talk about the pedestrian interests and safety aspects. And what would you say, what is, what about the relationship between this people, the pedestrians and the cyclists? Is it a point of your initiative? It definitely is. So you only have to imagine that once a cyclist stops and gets from his or her bike, then at that moment you become a pedestrian. And we all are aware of the fact that cycling and walking are one of the easiest ways of getting from one point in a city to the other. And what we don't want is to promote cycling at the cost of pedestrians or at the cost of walking. So what we have been fighting for is to redistribute public space, because a lot of the public space is currently occupied by cars that, as I said in the interview, don't move as much as some of us think we would do. We find it convenient to have our car parked in front of our house, but we are all people who have two legs, and walking is the easiest kind of mobility for mankind. So it is very important not to fight against pedestrians or not to get in conflict with people who support walking. And what we want to do is to reduce the space for cars in the streets, because most of the streets are occupied by cars, either moving or parking. And if there is less car transport and less people commute by car, then more public space is freed for more sustainable ways of mobility. That's walking and cycling. Michael, is it okay for you? Was it your question? Yes, it's okay for me. I'm running a lot, and I found a lot of problematic situations. When I come, my English is not so good. What can I say is in German? Yes, you can. We can translate it. So you can scan auf Deutsch and you can. And someone is coming from the back. Can you understand? Yeah. Mm-hmm. When someone is coming from the back and I don't hear some, or there are big bicycles, they are running very fast, and a lot of problematic situations every day, and I'm running thousands of kilometers, and it was very problematic sometimes. And I found this is a good situation when we find rules. I was running at Bodensee, Radweg, Bodensee Radweg, and there are very, very good rules with a Fahrrad organization, with a bicycle organization. I can speak with you time later. I'll write you a little bit. Okay. I'm ready. Yeah. Thank you. We think that rules are important for everybody. What we want to achieve with these initiatives for better cycling infrastructure is that we redistribute the space that there is, take some from the car infrastructure and dedicate it to cycle path. And at the same time, we don't want to restrict the space for pedestrians or runners or people that are just out there relaxing or sitting, because this is public space and everybody should have the right to move how he or she wants. But when we get to rules, then we have to look at
I think, car drivers first, because there's a lot of car drivers who don't comply with the rules, and that's more deadly for pedestrians and cyclists at the same time than cycling is a danger to pedestrians. But I agree with you, of course, we shouldn't disrespect the rights of pedestrians. Okay, Caroline has another question. Yeah, it's less of a question to you, Sonia, but I was just wondering, because there are people here from different countries, and I was wondering if anybody has any examples, I don't know, from the US or from Mexico, there's someone here, where direct democracy or citizen participation was used to reshape mobility. Actually, think I've been to Mexico City, and I remember that they have these car-free Sundays on this big axis that goes through the city, and I think there was a citizen participation story behind it, but I don't know it, and I'm just hoping that somebody on this call does. Okay, somebody here could say something about this point. Yes, I have heard this story told. I believe it was, if I'm recalling correctly, it was crowdsourced. There was a, kind of in like 14 or 15, there was a 2014, 2015, there was there's a lot of crowdsourcing done as Mexico City was, getting rid of its federal district and becoming a coherent, city-state, sort of 32nd state of Mexico, and that this is one of the things that came out of the crowdsourcing and was rather quickly adopted, a mostly online process, if I'm... Okay, thank you. Joe, what about the bicycle ways in the U.S., in California? That's all mixed up. That's different localities and different places, and they are, their fights always, they're tied to a sort of a plan called the road diet. Very rarely have I seen those be the product of direct democracy, unless they're, bikes are often used as a small piece of larger bond measures that people do vote on. But, often, like 50 feet where I'm standing behind my house, there's an old railroad right-of-way where my small city has had the money to build a bike path for more than 10 years, but has not spent it because of neighborhood opposition. Okay. So, Andreas, your question as an addition to Michael's question. Yes, it was just an addition. It really came to my mind how important it was for your campaign in North Rhine-Westphalia to get in contact with all these different interest groups. I mean, of course, the pedestrians, but also the car owners. We have this big discussion, at least last year we had it, about this new kind of e-scooters in the city, and they also want their space, and it's all about redistributing the space in the city. So this was a question: how important it was for the campaign, but also for the whole discussion to find then like a common proposal, maybe also for how to redistribute the city space, or maybe just to add that, or is it just one against the other? I think is not true, but yeah. Yeah, thanks. What we didn't do was some kind of formal exchange. Of course, we received sometimes questions from people rooted in car associations or pedestrian associations, but we never got to the point where we had a common statement that was published or some kind of common consent that we made public. So
what was important when we went out to the streets and asked people if they were ready to sign the initiative, then it was always a discussion where you it was important to show the positive aspects of cycling for the whole society. And a lot of people say, well, I don't cycle that much, I'm not that interested. But then it was always our ambition to show them how more cycling infrastructure and more cyclists in a city can make the city more livable, how it makes it more sustainable, how it creates less pollution, less congestion, and a better environment for all. The danger on the streets for certain groups is reduced if we have less cars on the streets. So the risks of being injured during an accident is decreased. And that's an important argument for very young people and very old people. So we always wanted to show the benefits of more cycling in a city to the whole of people living in a city. Does it answer your question? Yeah, good. Okay, so Frank has an example from Swiss, I think. Frank, are you here? I am here in the background, but it's only information. I mean, Switzerland is, of course, I don't think that there are any issues, any policy which is not dealt by direct democracy in Switzerland. So this is just one example for all information to you, Caroline. Do you know what was it about? Not really. It's a change of the constitution that the federal level has some rights to support the Kantone and the municipalities, which is, in my point of view, always a question in Switzerland, that the federal level has not automatically the right to intervene because of the federalism. Mm. But I think the most of this mentioned in the article. It's a good conclusion. I think I also found this, and it's really on bicycle infrastructure in the whole of Switzerland. Okay, there's a small Spanish discussion in the chat. We have another question from Daniela. Oh, okay. Yes, I can also go ahead and ask it. I'm wondering if there's been any initiative, or if your initiative, if there's been for calling for better and stronger rights for bikers, for example, if there's an accident, because paths are one thing, of course, making biking more accessible. But then also, I think bikers would feel more safer knowing that they are protected under law in different kinds of situations. So I'm also wondering how this is then at the local level or state level in Germany. Thank you. Yeah, this is also a very important point. Well, thanks for this question, but it hasn't been part of our initiative, neither the on the level of North Rhine-Westphalia nor in Bonn. And I don't think that any of the local initiatives that are going on now in Germany has covered this aspect. I know that it's something that has been decided on in the Netherlands, when in the Netherlands, always the weaker participants in traffic are better protected in the case of an accident. So in case you have an accident where a cyclist or a pedestrian is involved and a car driver, then the car driver always has a part of is held responsible for causing this accident. So there's a bias towards the pedestrians and cyclists, and this is something that we haven't reached in Germany yet. So and I
would say that this takes a very long while to get to this point, because it's one of the more finer parts of a cycling culture of a country. So the Netherlands started in the 1960s to redistribute their public space and to move from a car-based infrastructure to a cycling and walking-based infrastructure. And this was a very long process. And now they have achieved a level where they have these benefits for cyclists and pedestrians, but this would take a very long while in Germany, I would say. So, Max, do we have other questions? No, it's just Caroline commented that it's similar in Belgium, or it's the same in Belgium. I would have a question, another last question, maybe a small question. Like, within your movement, do you think there are different interest groups as well? Like, maybe I always see, for example, that there is a difference in what mountain bikers want on one hand, and racing bikers. And do you think there, or is there any divide in your group as well? It's like always, when you talk to different people about different topics, everybody has its own view, but I would say that there is a big common sense, and most people commit to, let's work together to improve cycling infrastructure first, and then we can start talking about whether we prefer velocity for and speed for cyclists over security, but we are not there yet. So this is something that at the moment we can't talk about because the conditions aren't there. We need to build a good cycle path first before we can discuss such arguments. And for the next 10 years or so, this will be the major part of the work to get safe and good and wide enough cycle paths out in the streets. I'm really looking forward to what a Fahrrad law might or how a Fahrrad law might impact that. So yeah, we thank are you too. For your work. Yeah. So, okay, I think we have now at the end of this workshop and this discussion. Sonja, thank you very, very much for being here. And It was a pleasure. And thanks for all of your very good and interesting questions. So raise your hands, clap it, send emoticons for Sonja. Thank you very much. Max, what is the next workshop we can come to? We will now focus on the challenges of elections and direct democracy in Mexico in times of COVID-19. A panel talk led by the team of CDMX. And this will start right after this session at 8 o'clock Central European Time, and you are all invited to join. And thank you Sonja, thank you Alex, and thanks to all the participants that joined us today. Thank you. Goodbye. Have a nice evening. Bye.